Ja, hilfreich ist natürlich, wenn der Angehörige weiß, dass es sich um eine Panikattacke handelt, also dass jetzt nicht eine körperliche Gefahr, eine reale Gefahr jetzt gerade im Raum steht, sondern dass es eine Angst ist, also dass die Symptome, die der Betroffene erlebt, nicht Symptome von einer Krankheit sind, sondern wirklich Symptome von der Angst. Und dass es hilfreich ist, wenn man die Angst durchsteht. Ja, in dem Fall kann eigentlich Beistand helfen, indem der Angehörige einfach sagt, ja, du hast jetzt eine Panikattacke, ja, bleib in deiner Angst und die Angst geht dann von selbst wieder. Also eigentlich dort unterstützen, die Angst auszuhalten.